Willkommen zurück, Leute, zu The Book of Unwritten Tales, hier in der Wichtelhöhle. Dort steckt der Helm, der aber nicht zu uns will. Den brauchen wir aber, um unser Kriegerset zu vervollständigen. Und natürlich ist jetzt die Frage, was machen wir hier überhaupt? Wie kommen wir jetzt hier weiter? Was machen wir mit dem Dynamit? Ich weiß es nicht. Die Frage ist, sind wir hier überhaupt richtig oder nicht? Können wir mit dem... Was können wir mit dem Schlüssel machen? Und was können wir mit dem Dynamit machen? Brauchen wir das vielleicht hier sogar und nicht da? Oder müssen wir irgendwas einstürzen lassen? Vom Orklager ja wohl eher nicht. Und ich glaube bei den Ogern eigentlich auch nicht, weil da würde es ja reichen, wenn die hier auf die Bretter sich stellen. Es sei denn, das geht jetzt hier. Aber nein, es geht auch so. Wir müssen vielleicht irgendwie was zu essen mal auftreiben, um den irgendwie hinzulocken. Denn es war ja auch keine große Portion. Also gehe ich jetzt nochmal zu den Wichteln. Zu den Wichteln, meinte ich. Genau. Und wenn hier eigentlich soweit nichts ist zum Einsammeln, dann ja, versuchen wir es einfach nochmal. Wir haben ja aber auch nichts zum Feuer machen. Alles nicht so einfach hier. Wasser haben wir uns geholt. Da war ja auch nichts mehr. Kannst du da hin? Nee, manche Gänge sind irgendwie nur zu ziert. Also ich versuche es jetzt mal mit dieser Höhle hier, da hinzugehen. Kannst du mal nicht so weit da lang gehen? Weil der entdeckt mich doch jetzt. Total doof. Ich kann schon gar nichts mehr machen. Geh mal dahin. Nee, der wird mich bemerken. Der Doofe. Können wir ihm einen Teddy vielleicht geben? Nein, was ist mit dem Teddy? Die Erdwichtel-Version eines Teddybären, wie mir scheint. Vielleicht vermisst den Teddy ja jemand. Oder wir packen den Teddy einfach woanders hin. Ah, da ist doch ein Stuhl. Moment mal. Können wir die irgendwie verwirren oder so, indem wir den Teddy dahin tun? Oder haben wir den davon hier? Ich weiß es gar nicht. Geht das? Es geht, glaube ich. So. Jetzt geht er auch von alleine weg. Was passiert jetzt? Denken die, jetzt ist einer von ihnen? Weil der da auf einmal hinkommt. So, Zauberei. Was macht der Teddy hier? Keine Ahnung. Kriegst du was auf die Glocke und du kriegst auch was auf die Glocke. Was macht der Teddy da erstmal aufs Maul? Ah, die sind abgelenkt. Ja, dann. Freie Bahn. Ja. Ah, okay. Also wir lenken die immer schön gut ab. Was habe ich jetzt davon? Ah, ich kann jetzt hier ran. Deswegen. Eine Holzkiste mit Eisenbeschlägen und einem massiven Schloss. Wir haben zufälligerweise einen Schlüssel. Er passt. Na klar passt er. Hm, daran liegen verschiedene Steine. Feuersteine? Hey, die Steine ziehen sich an. Sie müssen magnetisch sein. Ich nehme einen mit. Mehr brauche ich nicht. Was soll ich denn damit jetzt? Kann ich damit irgendwas? Der Stein scheint magnetische Eigenschaften zu haben. Mhm. Das heißt, er zieht andere Magneten und Metalle an. Ah ja, okay. Gut, dann wissen wir das ja jetzt. Nee, du darfst gerne rausgehen. Was mit dem Schacht? Ich kletter da bestimmt nicht runter. Ich glaube nicht, dass mir das weiterhelfen wird. Aber jetzt haben wir irgendwelche Sachen wie den magnetischen Stein und da können wir... Können wir den ja die Spitzhacke wegnehmen oder so, den anderen? Da können wir nichts machen. Was können wir denn bei denen machen? Da ist nämlich ein Lagerfeuer. Ach, wir können das bestimmt ausmachen mit dem Wasser. Das wäre doch was. Ne? Oder einfach mit Dynamit? Kleines Lagerfeuer. Die Erdwichtel wärmen sich ab und zu daran. So kalt ist es hier aber eigentlich gar nicht. Aber wir können das... Komm, mach's doch mal aus. Bisschen Angst hier, da so immer rumzustehen. Die wärmen sich da dran. Was mache ich denn dann da? Hm.
Ein Prachtstück. Der Schlauch ist prall mit Wasser gefüllt. Ich muss aufpassen. Wasser? Feuer? Dann haben die nämlich Pech, wenn es ausgeht. Wäre doch voll logisch. Den Magnetstein finde ich jetzt nicht so logisch. Dynamit wäre etwas heftig vielleicht, aber auch machbar. Vielleicht den Pompom zum Brennen bringen? Ja, ich weiß auch nicht. Den Faden. Können den Faden mal ins Dynamit vielleicht? Nee, auch nicht. Hm. Ach, wir können den Faden mit dem Stein machen. Also gut, ich binde den magnetischen Stein an die Schnur. Und dann? Wo ist er jetzt? Pech? Weg? Magnet am Faden. Achso, ist schon dran. Ja, dann gehe ich mal nach oben. Ich weiß gerade nicht, was ich da mit dem Feuer machen soll. Aber anscheinend gibt es hier in jedem Wichtelraum irgendwie was zu tun. Was können wir bei ihm hier machen? Nix. Oder was? Ah, hier, Fackel. Okay, geh mal weg da, sonst wirst du noch entdeckt. Oder betrachte die Fackel mal. Die Fackel erhält den ganzen Gang. Ich komme da nicht vorbei, ohne entdeckt zu werden. Ausmachen mit Wasser. Diesmal dann doch. Haha. Okay, jetzt ist dunkel. Jetzt können wir an ihm vorbeigehen, ohne dass uns was passiert vielleicht. Ah, okay. Cool. Das klappt ja wie am Schnürchen hier. Was haben wir hier? Ein Haufen kleiner Steine und Staub. Vielleicht haben die Erdwichtel Gestein nach Edelstein durchsiebt und das ist dabei übrig geblieben. Ist da irgendwas Interessantes? Ein Haufen kleiner Steine. Okay. Oh, geh nicht zu weit nach vorne. So, wir haben hier ein Holzstück. Keine Fackel diesmal. Das ist dieser Karren, der wichtig ist. Und wir haben irgendwelche Adern im Fels. Brauchen wir da vielleicht den Magneten für? Hab ein bisschen Angst, da hinzugehen, aber was soll ich sonst machen? Ein glattes Holzstück, etwa einen halben Meter lang. Ich würde sagen, es ist eine Art Stiel. Können wir das nehmen? Die sehen uns nicht? Okay. Danke, Leute. Ein glattes Holzstück, etwa ein Stiel. Mit dem Fadenmagneten-Dings? Nö, das nicht. Dafür ist nicht da. Vielleicht können wir mit dem Stiel irgendwie zum Feuer zurückgehen. Ich versuch's mal. Achso, wir können die Fackel mitnehmen sogar. Das ist ja gut. Nehmen wir die doch mal. Diese Fackel ist nicht fest mit der Halterung verbunden, anders als die anderen. Die kann ich mitnehmen. Dann mach mal. Genau. Eine primitive Fackel, sie ist erloschen. Aber wir können sie ja wieder anmachen. Am Feuer da hinten. Wenn wir das denn überwollen. Sieht der andere uns dann aber nicht? Ah, nee, wir müssen da lang. Holzstiel. Holzstiel, mach der Holzstiel, zünde den Stiel an. Zünde die Fackel. Werden wir dann nicht gesehen? Also los. Aha. Kannst du den Stiel auch anzünden? Nö, den nicht mehr. Gut, dann gehen wir. Wir haben jetzt unsere brennende Fackel. Er hat Pech, er sieht nicht mehr viel, aber der hackt da trotzdem fröhlich weiter. Passt schon. Können wir den Schutthaufen... Ah, wir können den Schutthaufen hier mit Dynamit und so. Okay. Das haben wir. Und? Wo ist das Dynamit? Sie ist gar nicht mehr. Ich lasse die Stangen genau da, wo sie sind. Okay. Kannst du die jetzt anzünden? Also schön. Dann leg mal los. Na, er geht einfach lalala. Mhm. Und? Oha. Und die hacken immer noch, oder was? Das gibt's ja nicht. Das war denen egal? Nee, jetzt kann ich hier aber einfach ran. Oder? Weil hier... Ein kleines Kupfervorkommen. Wenn ich eine Spitzhacke hätte, könnte ich es abbauen. Ein kleines Kupfer...
Eine Spitzhacke. Wir haben ja den Stiel. Dann brauchen wir ja nur noch das Metallgedöns. Oder können wir das damit schon... Nee, das ist noch für was anderes da. Wir brauchen also eine Spitzhacke. Ja. Wir bemerken ja hier anscheinend eh nichts. Dann können wir auch da durch. Dann gehen wir mal rein in die erleuchtete Höhle. Ah. Jetzt sind wir wieder da. Jetzt können wir auch nach unten gehen. Ist denn hier aber irgendwas noch? Wir können hinunterschauen. Mhm. Ja. Was? Wir sollen von der Kante weggehen? Nee. Schau mal weiter hinab. Vielleicht ist es ja gut, dass wir das können. Ja. Auf dem Altar sind eine ganze Menge Opfergaben verteilt. Vor allem glitzernde Dinge scheinen es den Erdwichteln angetan zu haben. Ach, dafür brauchen wir bestimmt den Magneten. Da unten ist er. Ich stehe genau über ihm. Aber er ist zu weit weg, um ihn zu greifen. Mhm. Der Altar ist fast direkt unter mir. Nur viel zu weit du weg. Du hast doch deinen Magneten. Nimm doch, genau. Also schön. Machen wir es eben so. Schupp. Was zum... Perfekt. Zur Hilfe! Wache! Ich schwebe! Wusa? Ja, Wusa! Ich werde entführt! Nein! Ich bin es, Wusa! Dieser Helm hat Schande über mich gebracht. Er soll nicht länger mein Prophet sein. Das ist Blödsinn! Hört nicht auf ihn! Er soll verbannt werden. Der Mensch aber, den er vertrieben hat, soll uns von nun an willkommen sein. Ich bin der Prophet. Wusa. Wusa, 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 Wusa. Nein! Die sind ja schnell beeinflussbar, aber lustig. Jetzt kriegen wir den Helm. Juhu. Weg damit! Der hat hier gar nichts mehr zu sagen. Hat gesprochen! Sehr schön, Nate. Sei stolz auf dich. Jetzt können wir nach unten gehen. Jetzt sind wir nämlich willkommen. Ich habe gleich die richtige Reihenfolge gemacht. Wenn wir gleich nach unten gegangen wären, dann wären wir eh rausgebracht worden, denke ich mir. Hallo! Ach, guck mal, hier der Kleine. Ein Drachenkopf aus Stein. Völlig verrußt. Aber cool, an was die hier ein rumwichteln. Erdwichtel fummelt an ihm herum. Ja. Hallo, du? Wusa? Wusa? Die Steinfigur da, kann ich die haben? Wusa? Du willst dafür etwas anderes haben? Ich glaube, ich habe nichts für dich. Wusa. Das ist ja doof. Ah, Opfergaben. Sorry, nicht aufregen. Da passt aber einer auf. Also müssen wir den erstmal irgendwie ablenken? Sonst können wir hier nichts nehmen. Ja, der rastet sonst aus. Sorry, nicht aufregen. Da passt aber einer auf. Okay, wir müssen ihm irgendwas geben. Will er vielleicht die Feder? Oder so? Oder den tollen Stiel? Vielleicht will er eine richtig coole Spitzhacke von uns kriegen. Aber da müssen wir selber noch ran, oder? Hier? Magnetendings. Was will er denn haben? Den Pompom? Was könnte den denn interessieren? Bestimmt die Spitzhacke oder so. Also an die Opfergaben können wir nicht so einfach ran. Tja. Nee. Sorry. Dapat? Können wir mit dem Wichtel nochmal reden? Hallo? Du willst dafür etwas, ich glaube. Er hat nichts für ihn. Okay, dann müssen wir nochmal wiederkommen, wenn wir denn dann später was Passendes haben. Wie zum Beispiel eine Spitzhacke. Oder so. Ist ja nur eine Idee. Vielleicht ist es auch was anderes. Jetzt sind wir willkommen, jetzt ist das egal. Aber irgendwie sind wir auch vorher ganz gut durchgelatscht. Da ist nämlich die... diese Erzader-Geschichte. Ja, immerhin haben wir den Helm schon mal.
Naja, eigentlich haben wir ihn noch nicht. Aber gleich. Was mit dem, mit der Feuerstelle? Ist hier noch irgendwas vom Belang? Lässt einer vielleicht seine Hacke mal liegen oder so? Ich habe jetzt gar nicht drauf geachtet, ob hier irgendwie sowas jemand fallen lässt. Denn die haben sich hiervon gerauft. Da wäre das ja auch gut gewesen, hätten die ihre Hacke liegen lassen. Aber wenn ich hier meine Suchfunktion anmache, dann nö. Nix. Dann gehen wir mal raus. Da ist er doch. Er sieht etwas staubiger aus als unten in der Höhle. Aber ansonsten scheint es ihm gut zu gehen. Gut? Ich werde dich, Halt die Klappe. Ich muss einen guten Freund retten und dabei wirst du mir helfen, ob du willst oder nicht. Genau. Nimm deine Finger weg! Nein, 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 nicht die fettigen Haare! So, wir haben unseren coolen Helm und einen Holzstiel. Tja, aber irgendwie ist das ja wohl noch nicht alles. Da müssen wir noch Blitzkram machen. Wen können wir denn mal so beeindrucken, so wie wir jetzt hier aussehen? Niemanden. Die Oger. Was mache ich mit den Ogern? Wir brauchen was zu futtern eigentlich. Und da ist bestimmt bei den Opfergaben was da an Essen. Die Pilze will er irgendwie... Ich verstehe auch nicht, warum er die Pilze nicht anmalen will. Warum sollte ich Pilze anmalen? Weil du lila Pilze willst. Mann. Aber wir haben auch so viel Farbe. Tja. Weiß auch nicht. Will auch nichts mehr mischen an Farben. Doch. Rot und Gelb ergeben... Orange. Aber wozu? Wozu brauche ich diese Farben, Mixturen? Ich weiß es nicht. Haben wir Rot mit irgendwas noch nicht gemischt? Tja. Dann haben wir noch ein Pompom. Warum nicht? In den Wilden im Krieg. Och Mann, ich habe keine Ahnung. Hm. Unseren coolen Helm. Vielleicht mal Gulliver davon erzählen. Hey, Gulliver. Ah, der Lebende. Hm. Und? Leider gar nichts. Dann werde ich wohl irren. Tja. Ich muss... Lass dich nicht... Haben wir den coolen Blitz. Vielleicht brauchen wir irgendwie den Holzstiel dafür oder so. Kann auch nicht helfen. Wir können ja mal mit ihm da drinnen auch nochmal reden. Oder vielleicht ist hier auch noch was. Aber ich hatte hier eigentlich schon geguckt. Nein. Hey, Chef. Kann er helfen? Ah, der Lebende. Hm. Und? Was ist das für ein Gefühl so ganz balkenlos? Es ist ungewohnt. Aber auch toll! Endlich bin ich kein Freak mehr, sondern wieder ein ganz normaler Zombie-Geist. Das freut mich. Yeah. Hast du einen Schimmer, wo ich Geisterpilze finden kann? Da wirst du hier kein Glück haben, tut mir leid. Aber der Taurenschamane meinte, er hätte seine Pilze aus der Gruft hier. Das stimmt auch. Aber er ist zu gierig geworden. Früher hat er sich einen Pilz in der Woche geholt. Zuletzt waren es 5 am Tag. Die Pilze sind abgeerntet. Es wird noch 1-2 Monate dauern, bis neue gewachsen sind. Das heißt, hier in der gesamten Gruft ist kein einziger Geisterpilz mehr zu finden? Tut mir leid. Dann habe ich ein Problem. Aber vielleicht fängt er jetzt an, mal darüber nachzudenken mit dem Malen. Ich muss weiter. Mach's gut. Komm, dann kannst du die ja wohl jetzt anmalen. Ich habe die Pilze komplett lila angemalt. Als Geisterpilze gehen sie aber noch nicht durch. Es fehlen die grünen Flecken und der modrige Geruch. Ja komm, grüne Flecken, auch kein Ding. In Ordnung, damit habe ich wunderschöne lila Pilze mit grünen Punkten. Und jetzt kommt noch der ekelhafte Geruch, den machen wir wie? Was roch denn modrig? Die gutes Gruftding? Von außen ist nichts Interessantes zu sehen. Hm. Wer hier? Nee. Ein Haufen Schrott mit einem geflickten Blasebalg und einem toten Runzelherz soll also durch einen Blitzschlag zum Leben erweckt werden. Klingt doch alles ganz durchdacht.
Nee, hier ist auch nichts. Die wächst ja ganz schön, die Kerze hier. Ich überlege, wo wir jetzt einen modrigen Geruch... Irgendwo war das nicht der Kessel bei ihm? Roch der nicht eklig? Modrig? Nee? Oh Mann. Die riechen nicht modrig genug. Das fehlt noch. Die Pilze sehen schon mal aus wie Geisterpilze. Aber sie riechen noch wie ganz gewöhnliche Pilze. Um als Geisterpilze durchzugehen, müssen sie verfault und modrig riechen. Verfault und modrig. Bei den Wichteln, da war doch jetzt auch nichts, oder? Nee. Wir öffnen den Topf. Lieber nicht. Mehr wird's nicht. Gut, da kannst du nichts mehr machen. Das ist in Ordnung. Aber ich glaube, hier drinnen wird es auch nicht besser. Haben wir irgendwas, was uns hilft? Ein Klecks gelber Farbe. Riecht ziemlich beißend. Aha, riecht beißend. Nee. Ein schönes, kräftiges Rot. Nach ihrem Zusammentreffen mit Mr. Stößel ist von den blauen Blüten nichts mehr zu sehen. Was bleibt, ist eine ölige, dickflüssige, blaue Masse. Ein glattes Holzstück, etwa einen halben Meter lang. Ich würde sagen, es ist eine Art Stiel. Wir bauen uns damit bestimmt die Hacke. Ein schönes Orange, gemischt aus Gelb und Rot. Mhm. Können wir das irgendwie mit irgendwas kombinieren, was wir haben? Kann sie uns nicht helfen? Die modrig riechen. Hey, Gulliver. Ah, der Lebende. Hört mal, ihr kennt euch doch mit unangenehmen Gerüchen aus. Na klar. Habt ihr eine Idee, wie ich diese Pilze modrig und faul stinken lassen kann? Riech jetzt mal. Das wird reichen, danke. Gern geschehen. Lecker. Ich muss Lass dich. Aber wir sind ein Stück weitergekommen, das ist gut. Wir gehen zu ihm, jetzt kriegt er seine Pilze. Also wenn das nicht überzeugt. Schau mal, Geisterpilze. Ah, hervorragend. Und was für ein kräftiges Aroma sie ja, haben. Ja, yum, yum. Zieh's dir rein. Taurenboy. Mach mal hier ein bisschen Blitze und so. Ach nee, Regen. Ich höre dich. Ja, du bist doch hier. Ja. Ein Blitz muss in die Antenne bei der Gruft einschlagen. Könntest du als Regenmacher nicht für das entsprechende Wetter sorgen? Ich kann für Regen sorgen, natürlich. Aber Blitze, das ist eine andere Sache. Wieso? Es ist ein anderer Tanz. Sehr schwierig, sehr anstrengend. Dafür bin ich zu alt. Kannst du mir den Tanz beibringen? Du hast mir die Pilze besorgt. Also werde ich dir helfen. Yeah. Hier stehen die Tanzschritte drauf. Du kannst gern dein Glück versuchen. Oh Gott. Und wenn ich diesen Tanz richtig tanze, sind die Götter wohlwollend und sorgen fürs richtige Wetter? Nein. Der Tanz ist eine Beleidigung für die Götter. Die werden versuchen, dich aufzuhalten und Blitze nach dir schleudern. Toll. Das ist doch genau das, was du wolltest. Und nun entschuldige mich bitte. Ich will die neuen Pilze versuchen. Aber die Pilze sind ja gar nicht die richtigen Pilze. Bis dann. Möge der Wind dir gewogen sein. Na, ob das so gut geht mit den Pilzen hier bei ihm? Ich weiß nicht. Wir gehen mal. Ich will nicht wissen, was mit ihm da drinnen los ist, wenn er die falschen Pilze zu sich nimmt. Der Tanz sieht ziemlich kompliziert aus. Am besten ich schaue beim Tanzen in die Anleitung. Das machen wir das nächste Mal im nächsten Part von The Book of Unwritten Tales. Ich freue mich auf den Regentanz, der die Götter erzürnen wird. Allerdings, ja, gut. Es muss ja eigentlich nur einschlagen. Und dann kriegen wir den nächsten Hinweis. Für Schwert und Schild wissen wir schon, wo es ist. Da bräuchten wir noch was zu essen. Und ich glaube, aus dem Stiel könnten wir uns eine Spitzhacke für den Wichtel bauen. Also wir haben noch eine Menge zu tun. Aber wir kriegen sicherlich alles hin, so wie immer, Leute. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dann.